Tag, heute ist Samstag, der 20.02.2016. Und am Strand des Hundeschlittenrennen. Das Vlog vom 18. habe ich gerade veröffentlicht. Jetzt schnell noch ans Vlog vom 19. setzen. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Ich versuche, ein bisschen früher loszukommen, dass ich vielleicht nochmal zum Strand gucken kann und ein paar Bilder aufnehmen kann. Ansonsten ist eigentlich geplant, dass Jens morgen kommt und wir mal zum Hundeschlittenrennen vorbeischauen, weil morgen ist es auch noch. Wir müssen mal sehen. Ich muss mich da erstmal ransetzen. Ich will das eigentlich so schnell wie möglich wieder auf dem Laufenden haben, weil, die Vlogs leiden, wenn ich so viel schneiden muss. Also entweder liegt es daran, dass ich so gerne prokrastiniere oder weil ich wirklich keine 20 mehr bin. Aber hier liegt noch alles rum, ne? Also meine Wäsche ist wieder noch nicht verräumt, mein Abwasch muss noch gemacht werden, weil nicht vieles gesaugt werden müsste. Bett wollte ich abziehen. Hundefutter, was letztens kam, steht immer noch auf dem Küchentresen. Kommen wieder zu nichts. Ja. Aber ich komme mit dem Video sehr gut vorwärts. Das vom 18. ist ja veröffentlicht und das vom 19. Auch so gut wie fertig. Jetzt gehe ich erstmal duschen und dann schaue ich mal, wie spät es ist und überlege mir, ob ich ein bisschen früher losgehe und schaue, ob ein Hundeschlittenrennen los ist. Und auch wenn man sich schon sehr ans Vloggen gewöhnt hat wieder, also ich jedenfalls, habe zumindest kein Problem mehr mit der Kamera durch den Ort zu rennen oder so und die vor mir zu halten und da rein zu quatschen. Hatte ich jetzt vorher auch nicht ein Problem dabei mit, aber ist ja doch ein bisschen komisch, finde ich. Ja, und irgendwie, nimmt man schon ganz automatisch die Kamera und quatscht da rein und hat immer so im Hinterkopf, okay, und noch was für ein Vlog, was kannst du erzählen? Was ich aber machen muss, um das Vlog noch ein bisschen zu verbessern, finde ich, ist mehr Filmmaterial aufnehmen. Also am 18. zum Beispiel, wo ich den Vormittag hier verbracht habe, das Equipment zusammengepackt habe und so. Da hätte ich einfach irgendwo die Kamera noch hinstellen sollen und so ein Timelapse machen. Aber habe ich nicht gemacht, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck war, weil ich echt knapp dran war mal wieder. Im Endeffekt war ich ja nicht zu spät dran. Ich hätte ruhig später da sein können. Und ich war, ich brauchte die Kameras und die Akkus und so, deswegen wollte ich da nichts leer spielen eigentlich, aber naja. Beim nächsten Mal bin ich schlauer, hätte ich einfach machen können, die GoPro irgendwo hinstellen, fertig. Denn die GoPro auf dem Event habe ich zum Beispiel hingestellt und dann Strom angeschlossen, da war der Akku nicht interessant. Ja, und Zeit genug hätte ich auch. Ich saß da noch eine ganze Weile rum, hätte ich also auch noch was machen können. Doof. Aber ja, muss man lernen. Meine Waschmaschine ist echt die beste. Dann werde ich mal zur Arbeit gehen. So, ich schaffe es nicht mehr runter zum Strand. Aber ich habe mal die GoPro hier auf die Ecke gestellt und mache wenigstens 2 Minuten Video, bevor ich dann die Zeit verfahre. Scheint auf jeden Fall ganz schön was los zu sein im Ort oder da unten am Strand. Aber wie gesagt, habe ich heute nicht geschafft. Heute Morgen noch. Yeah.
Geh jetzt erstmal duschen und mich frisch machen.